Anna Mader, du hast auch einer der drei begehrten Plätze gewonnen. Was möchtest du über Luca Henny sagen? Ich freue mich wahnsinnig, dass ich gewonnen habe. Und er ist einfach ein total sympathischer Sänger und ja, ich freue mich. Und du hast die Adina mitgebracht. Adina, bist du auch ein großer Luca Henny-Fan? Ja. Okay. Gibt es irgendetwas, was euch besonders gut an ihm gefällt? Ja, also klar, er sieht gut aus, aber ich mag halt einfach seine Stimme wahnsinnig gern. Er hat einen echt tollen Charakter und ich mag es halt einfach auch total gern, wie er halt so mit seinen Fans umgeht und dass er halt einfach so ein ehrlicher Typ ist und ja. Bist du ein großer Fan? Ja. Und seit er bei DSDS gewonnen hat oder schon während der Staffel? Beim Casting schon. Bin ja ein Fan geworden. Also ich habe vor 4 Jahren, also 2012, mal live in Hohenems gesehen. Und ja, einfach wieder gespannt, wie er jetzt ist und so. Ja, einfach aufgeregt. Und was gefällt dir am besten am Luca Henny? Also er kann voll gut singen und ja, schaut schön aus. Also warte, 3, 2, 1, Augen auf und fertig. Luca Henny, Sie haben 2012 die SDS gewonnen. Wie hat sich Ihr Leben seitdem verändert? Ja, es hat sich natürlich ganz viel verändert. Also ich habe schon vorhin Musik gemacht, jetzt natürlich aber hauptberuflich seit fast 5 Jahren. 4 Touren gemacht, 4 Alben gemacht, rausgegeben. Genau, also immer viel unterwegs, jetzt heute gerade hier mit einer speziellen Unplugged-Show, bisschen angepasst auf den Event. Eigentlich hat sich alles verändert, ja. Ihr neuestes Album wurde in Los Angeles aufgenommen. Wie kam es dazu? Es kam dazu, das Vergnügen, dass ich 2-mal den Kids' Choice Award in Los Angeles, das ist ein Preis, gewinnen durfte. Und da habe ich ein paar Leute kennengelernt. Wir haben uns dann entschieden, hey, komm, wir planen mal das neue Album dort zu produzieren, weil ich da noch mehr ein Teil davon war und das auch selbst, also ich war dann Co-Producer von dem ganzen Ding. Das war auch ganz schön, dass ich da mitwirken konnte. Und deswegen Los Angeles, weil es war ein bisschen Ablenkung, es war neue Inspiration, es hat Spaß gemacht, ja. Heute, jetzt am Freitagabend, sitzen Sie in der Jury von der Misswahl Vorarlberg. Auf was achten Sie bei den Kandidatinnen? Ich muss es mir nochmal durchlesen. Es sind ja verschiedene Sachen, die zu bewerten sind. Sind auch diverse Vorgaben. Finde ich auch gut, weil ich habe sowas noch nicht oft bewertet. Deswegen bin ich gespannt. Aber auf jeden Fall denke ich natürlich, der Walk und da ein paar Outfits, Sympathie und das Ganze hat sicher eine große Rolle. Am heutigen Abend. Ja. Haben Sie sich die Kandidatinnen vorab schon ein bisschen angeschaut? Nee, die Kandidaten habe ich mir noch nicht angeschaut. Konnte ich die schon anschauen? Ich habe es nirgends gesehen. Wir müssen mal von Ihnen hören. Sie haben schon gesagt, eine Unplugged-Version. Was genau werden Sie da für Lieder bringen? Also ich spiele 3 Songs von meinem aktuellen Album When We Wake Up.